Die nächste Runde also bei den großen Motorrädern. Karo Margaric. So gerne würde er in dieser Saison noch einmal ganz oben stehen. Im ersten Lauf war er schon richtig stark hinter Matej Smirc auf 2. Er nur Zuschauer. Sascha Hommel noch nicht fit nach seinem Unfall am Nürburgring. Und Dario Giuseppetti immer wieder mit den technischen Problemen am Schleizwochenende. Schauen wir mal. Die 69. Die Startnummer von Lucy Glöckner. Sie stürzt im ersten Rennen, aber kein Problem. Fit und gut gelaunt zum zweiten Lauf. Der Start. Smirc kommt wieder richtig gut weg. Die Onboard nach hinten raus. Karo Margaric ebenfalls gut gestartet, wie fast immer. Und dahinter das gesamte Feld. Teuchert von der 7. Position vor auf 4. Karo Margaric ganz nah dran an Matej Smirc. Ein harter Kampf schon in der Anfangsphase und ein ähnliches Bild wie im ersten Rennen. Da hatte der Tscheche am Ende die Nase vorn. Jones, Teuchert, Giuseppetti, der Berliner auf der Panigale, hat ein paar Plätze verloren, kämpft sich aber zurück. Liebt ja Schleiz, eine absolute Fahrerstrecke. Die Onboard von Karo Margaric nach hinten, der Angriff von Jones, der zweite gegen den dritten. Ein packendes Duell der beiden Australier. Margaric top motiviert. Will sich natürlich von seinen Fans in Schleiz mit einem Top-Resultat verabschieden. Aber die BMW mit viel, viel Power. Jones setzt sich durch. Und vorne profitierte Matej Smirc vom Kampf der beiden. Eine große Lücke jetzt schon. Aber Jones machte Druck. Versucht sich wegzufahren, freizufahren von Margaric. Alle mit fast identischen Rundenzeiten. Und auch ein bisschen weiter hinten ging es richtig rund. Giuseppetti. Teuchert rückt ihm auf die Pelle. Die beiden haben sich ja schon ein paar Mal getroffen. Das war richtig eng. Teuchert setzt sich durch. 5. Position für ihn. Und Giuseppetti jetzt unter Druck von Michi Ranseder und Erwan Nigon. Den beiden, die in der Gesamtführung vorne liegen. Smirc, Jones, Margaric und dann die Lücke und dann diese packende Gruppe. Giuseppetti, Ranseder direkt dahinter mit der schwarzen BMW. Erwan Nigon schaut zu. Achtung. Giuseppetti richtig unter Druck. Und dann das Ranseder. Sticht innen rein, keine Chance. Giuseppetti muss da weit, weit raus. Was für eine Motocross-Einlage mit der Panigale. Das war eine harte Aktion. Aber gut, es geht um den Titel für Ranseder. Und Giuseppetti gab alles, kam wieder mit Hilfe der Streckenposten auf die Strecke. Hatte natürlich einen ganz schönen Hals, der Berliner. Und vorne, da ging es richtig rund. Matej Smirc direkt dran, die weiße Wilbers BMW von Gareth Jones. Richtig gut dran am Tschechen. Noch ein bisschen zu weit weg für den Angriff, aber dann war es passiert. Jones vorbei an Matej Smirc, Führungswechsel. Weiter hinten die Aufholjagd von Jörg Teuchert. Der 42-Jährige machte nochmal ernst und schnappt sich hier Troy Herfoss. Damit Platz 4. Und das, obwohl Teuchert nach dem Sturz im ersten Lauf nur auf der Ersatzmaschine sitzt. Ohne Nockenwellen geht, also weniger Leistung als üblich. Aber trotzdem nach wie vor ein großartiger Fahrer. Teucher Teamkollege Gareth Jones in Führung, Matej Smirc immer noch dran. Kann sich nicht absetzen, Jones. Und Margaric, der lauert. Die Lücke noch nicht so groß. Die rote Honda, perfekt. Diesmal ging es nicht nach hinten, sondern Margaric machte richtig Druck. Und Michi Ranseder mit Troy Herfoss im Duell. Und auch hier bei den beiden BMW-Fahrern packender Rennsport. Und vorne, ja, Margaric dran an dem blauen Motorrad an der Yamaha von Matej Smirc und auch an Gareth Jones. BMW, Yamaha, Honda, Margaric vorbei, innen durch. An Matej Smirc. Ohnehin mit dem Ergebnis des ersten Rennens BMW ja schon Gesamtsieger, uneinholbar in der Markenwertung in der IDM. Und dann der Sturz von Matej Smirc. Zu viel gewollt, übers Vorderrad.
statt eines Top-Resultats. Ja, da klappt's ein, das Vorderrad. Mal wieder das Kiesbett. Schade, da wäre mehr drin gewesen für Matej Smirz. Nicht nur in diesem zweiten Rennen, sondern insgesamt in der Meisterschaft. Aus und vorbei. Kein Doppelsieg für Matej Smirz in Schleiz. Und vorne, da tobt der Kampf der beiden Australier. Das weiße Bike, das ist die S1000RR von Gabe Stones. 13 Jahre jünger der Wilders-Fahrer als Karl Margewitsch. Der 38-Jährige hört ja leider auf. Wird ein großer Verlust für die IDM. Und dann beim Rausbeschleunigen ein Herzschlagfinale. Karl Margewitsch fährt zum ersten Sieg seit 2010 am Sachsenring. Natürlich große Erleichterung fürs gesamte Team. Der Teamchef Jens Holzhauer nach einer durchwachsenen Saison endlich die Belohnung. Also Margewitsch vor Jones, 0,0011 Sekunden der Abstand. Dann Jörg Teuchert dahinter. Also die beiden vor mir waren sehr, sehr schnell, also habe ich ein bisschen abgewartet. Und dann habe ich aufgeholt mit besseren Rundenzeiten. Und da meine Chance. Und dann hat es geklappt. Ich habe wirklich versucht zu gewinnen, aber es war ein faszinierender Kampf mit Karl. Drei Runden vor Schluss sah ich die gelben Flaggen. Ups, da liegt ja einer. Hey, dritten Platz geerntet, der Vorsprung wurde immer größer. Gut, die letzten drei Runden habe ich dann einfach nur noch safe nach Hause gefahren. Nicht ganz glücklich, aber versöhnlich, würde ich sagen. Michi Ranseder nicht top in den Ergebnissen in Schleiz, aber er hat nochmal Punkte draufgepackt. Führt vor Erwan Igor und Jörg Teuchert sowie Gareth Jones und Matej Smirz. Ganz oben auf dem Podest, also Karl Margewitsch, lange musste er auf diesen Sieg warten. Zuletzt am Sachsenring 2010, ganz oben auf dem Treppchen. Persönlicher Abschied von Schleiz für den Australier.